Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Hi, ich liebe Ihre Videos. Warum wird sowas nicht in der Schule unterrichtet? Ich finde es super wichtig, dass die Kinder das von Anfang an lernen, wie sie glücklich und selbstbewusster werden können. Ja, ganz einfach, weil dann wahrscheinlich über kurz oder lang unsere ganze Wirtschaft zusammenbrechen würde. Denn zufriedene Menschen, die selbstbewusst und glücklich sind, die konsumieren nicht. Ja, die wissen ganz genau, dass kein Porsche, ja, kein Ferrari, kein Auto der Welt, keine Klamotten der Welt, kein Handy der Welt, kein Flatscreen, Fernseher der Welt sie glücklich machen kann. Das ist alles Sachen sind, die von außen kommen, die einen innen drin nicht glücklich machen können, weil das aus einem selbst rauskommen muss. Und unzufriedene Menschen, die konsumieren wie die Wilden. Ja, denn unsere Gesellschaft, die soziale Programmierung sagt oder trichtert und indoktriniert uns schon im Kindesalter ein, dass man jetzt nicht glücklich sein kann. Jetzt, nur weil man am Leben ist, kann man nicht glücklich sein. Nein, man braucht noch dies und das und jenes und 20.000 andere Sachen. Und dann irgendwann, wenn du den Traumjob hast, Wunschgewicht, so aussiehst, wie du immer aussehen wolltest, den Partner hast, geheiratet hast, Kinder hast, Eigenheim, den weißen Lattenzaun und der Hund springt dran hoch, dann vielleicht, dann kannst du irgendwann glücklich sein. Also konsumier schön bis dahin. Ja, kauf dir alles Mögliche. Und du musst dich auch mit anderen Leuten vergleichen, weil wenn die was Besseres haben als du, was Teureres, dann bist du ja ein schlechter Mensch, ein wertloserer Mensch. Und so weiter und so weiter. Ja, zufriedene Menschen, die würden das durchschauen. Die würden sagen, was ein Blödsinn. Wie soll mir denn irgendwas, was von außen kommt, Glück verschaffen? Ja, wie soll mir eine Partnerin oder ein Partner Glück verschaffen? Wie sollen mir materielle Besitztümer Glück verschaffen? Das ist ja Blödsinn, das funktioniert ja gar nicht. Ja, zufriedene Menschen wissen das. Und deshalb, ja, würden die nicht samstags losziehen und wie die Wilden konsumieren. Deshalb gibt es meines Erachtens ein gewisses Interesse, die Menschen in der Unzufriedenheit zu halten. Und das spiegelt ja auch, oder das spiegelt sich ja auch in unseren Medien wieder. Denn machen Sie mal 10 Minuten den Fernseher an. Da sehen Sie in 10 Minuten 20 Supermodels. Ja, das sind die Frauen, die das gucken, immer schön unzufrieden sind mit sich selbst, mit ihrer eigenen Figur. Ja, und schön weiter konsumieren. In Frauenzeitschriften das Gleiche, ja, ein Model am anderen, sodass die Frauen immer denken, ach, und ich im Vergleich dagegen habe ja gar nichts auf dem Kasten. Ja, und die Männer sind gleichzeitig schön unzufrieden mit ihren eigenen Freundinnen, weil überall Supermodels gezeigt werden und so weiter und so weiter. Oder in Männerzeitschriften immer diese gestählten Männerkörper, wo man selbst dann denkt, ach, und ich da mit meinen Pommesärmchen dagegen, was soll ich denn dagegen, wie soll ich denn dagegen anstinken können? Ja, also es gibt ein gewisses Interesse, Menschen unzufrieden zu halten, weil die ganze Werbeindustrie, die ganze Wirtschaft basiert darauf, auf unzufriedenen Menschen, die dann konsumieren wie die Wilden, weil sie gesagt bekommen haben, von Kindheit an eingetrichtert, indoktriniert bekommen haben, dass wenn du irgendwann dies und das und jenes erreicht hast und dies und jene Besitztümer hast, dann bist du irgendwann glücklich. Ja, und Menschen glauben das natürlich, wenn sie das von Kindheit an eingetrichtert bekommen. Ja, wenn jeder wüsste, dass es Blödsinn ist, wird keiner mehr konsumieren, dann wird alles zusammenbrechen. Also, klingt ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig, aber über kurz oder lang würde, wenn alle zufrieden wären, unsere Wirtschaft zusammenbrechen. Dann wird das alles nicht mehr funktionieren. Dann wird man bei jedem Werbespot sagen, ja, wozu braucht man das? Ja, kein Schwein braucht sowas.